Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gerade eben ist die Premiere vom Launch Trailer zu Season 4 Assimilation zu Ende gegangen. Ich habe es gerade auch gestreamt, hatte über 500 Zuschauer, das war mega geil. Vielen Dank für den Support. Jetzt nochmal den Shoutout, lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt. Gerade Informations- und Tipps- und Tricks-Videos und Livestreams. Ich möchte euch jetzt den Trailer nachträglich nochmals zeigen. Danach sehen wir uns zu einer kleinen Analyse wieder, auch wenn mir das schwer fallen wird. Der eine oder andere wird es verstehen, wenn er den Trailer dann gesehen hat. Bis gleich und viel Spaß bei dem absolut mega geilen Trailer. Toast, to Minha Familia, and securing the future of our legacy. May one more for our daughter. What's in there? Stay calm. You two go. Ich versuche mich jetzt einfach mal an einer kleinen Analyse, auch wenn es schwerfallen wird, weil im Endeffekt haben wir wahrscheinlich alle erwartet, dass wir Season 4-lastig jetzt endlich stichhaltige optische Sachen sehen, was in Season 4 alles passiert. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Trailer in der Vergangenheit spielt. Der junge Herr, wir alle haben eigentlich gedacht, dass es Forge ist. Und viele denken auch immer noch, dass es Forge in jungen Jahren ist. Ich glaube nicht, dass es Forge ist, weil mal abgesehen davon, dass man hier stark leuchtend blaue Augen hier sieht, im Trailer oder beziehungsweise auf Bildern hat der Forge grüne Augen und in dem Trailer, wo es augenscheinlich ein Klon ist, hat er braune Augen. Also ich glaube nicht, dass es Forge ist. Wenn, dann wäre das echt eine kuriose Sache. Ich glaube auf jeden Fall, und dann spule ich jetzt wieder mal ein bisschen weiter oder spiele ein bisschen weiter das ab. Und da möchte ich hier gleich mal ein bisschen zurückfahren. Genau an diesen Punkt. Hammond Robotics sagt ja der Name, die bauen wahrscheinlich irgendwelche Maschinen oder Cyborgs. Und der junge Kerl hier scheint ja, oder laut Trailer ist es der Revenant. Und wenn man Revenant mal wörtlich übersetzt, heißt Revenant der Wiederkehrer oder Wiederaufersteher. Ihr kennt vielleicht den Film mit Leonardo DiCaprio, übrigens geiler Film.
passt vielleicht so ein bisschen zu diesem Kollegen hier. Ich glaube, und ihr seht es ja hier auf diesem Display, ihr seht ja einmal ganz rechts, der sieht wirklich sehr Revenant-lastig aus hier von der Figur her. Oder der mittlere auch noch so ein Stück und der linke hier sieht so ein bisschen Forge-mäßig aus. Ich glaube, dass der junge Kerl hier, bevor er überhaupt zum Revenant wurde, vielleicht ja doch Forge hieß, möglich, ich glaube es aber nicht. An dieser Theorie halte ich nicht fest. Ich glaube, dass dieser junge Kerl vielleicht zum Experiment gezwungen wurde. Vielleicht ist der Revenant ein Cyborg mit menschlichem Bewusstsein quasi von dem jungen Kerl und das wird nicht ganz freiwillig passiert sein. Und ich nehme mal an, dass er da irgendwie sich jetzt an Hammond Robotics für diese unfreiwillige Aktion, zumindest meiner Theorie nach, sich rächen will. Finde ich auf jeden Fall, nachdem ich den Trailer jetzt 3-4 Mal gesehen habe, eigentlich nicht die schlechteste Theorie, nur von der Theorie Forge. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer weiß, was der Forge aber noch damit zu tun hat. Ich glaube trotzdem, dass der Forge wiederkommt. Irgendwas wird da sein. So, gehen wir mal ein bisschen weiter im Text, auch wenn ich den ganzen Trailer nicht auseinandernehmen brauche, weil das wäre jetzt alles zu viel Spekulation und verrät ja trotzdem nichts über Season 4. Gut, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, bevor Revenant in dieses Glasgebäude reinspringt, beziehungsweise durch die Glasscheibe. Ihr seht hier rechts den Revenant und links an der Glasfassade spiegelt er sich als junges Ich wieder. Das ist schon das erste Anzeichen, auch wenn man das beim ersten Mal sehen wahrscheinlich gar nicht so festgestellt hat. Erst zum Schluss hat man es eigentlich richtig gesehen. Also für mich ist das ganz klar eine Racheaktion. Ich erinnere mich noch ganz gut an den Krypto. Da dachten auch alle, nachdem der den Repulsorturm gehackt hat, dass es eine böse Legende ist. Nach und nach wurde klar, der rächt sich auch nur an so ein paar Leuten, die ihn verarscht haben. Und genauso denke ich mit dem Revenant. Ob das Handeln jetzt gut oder schlecht ist, das sei erstmal dahingestellt. Aber ich denke, der wird seinen Grund haben, warum der hier mal so richtig schönen Rundumschlag macht. Okay, hier sieht man das allererste Mal richtig, wenn man nicht gerade den Trailer langsam durchlaufen lässt, dass er sich im Spiegel quasi als junges Ich wieder sieht. Belasse es jetzt mal bei der Theorie, dass ich nicht weiß, ob das vielleicht Forge ist oder nicht und komme schon ans Ende und zwar, oder sepp ich genau an die richtige Position, das ist nachher der Schluss. Ich behaupte, dass dieses kleine Mädchen hier Loba sein wird oder auch Rosie. Rosie und Loba sind ein und dieselbe Person. Habe ich mal ein Video drüber gemacht, das ist eine zukünftige Legende, auch vom Fähigkeiten her. Und beim Revenant, das möchte ich auch nochmal dazu sagen, der Revenant hieß ursprünglich laut Leaks eigentlich Blackout. Ich finde aber, der Revenant als Name und auch zu dem Trailer passt das als Wiederkehrer, ist wahrscheinlich der Name gar nicht so schlecht gewählt. Okay, Leute. Das soll es von meiner kleinen Analyse, auch wenn das alles sehr, sehr spekulativ ist, schon wieder gewesen sein. Ich finde auf jeden Fall die Theorie gar nicht mal so schlecht. Lasst euch wie immer in den Kommentaren natürlich aus, was ihr von dem Trailer haltet, was ihr von meiner Theorie haltet. Schreibt gerne auch eure eigene Theorie mit rein, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wie immer, lasst dem Video einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends gerade zu Season 4 verpassen wollt. Nächsten Dienstag gibt es dann den Livestream in Season 4 rein. Ich freue mich, wenn ihr alle einschaltet. Das soll es von mir gewesen sein und ich wünsche euch jetzt schon mal einen wunderschönen Start ins Wochenende. Haut rein, ciao.